Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Episode 2 von Bioshock Infinite. Das ist ein ziemlich langer Spieletitel. Ich bin der Baume und in der letzten Folge habe ich nach einigen technischen Schwierigkeiten tatsächlich rausgefunden, wie man zuhaut. Und als Belohnung dafür habe ich gleich diese geile Armbrust gekriegt. So. Du kannst romantisch sein. Neues Bügeleisen gekauft. Spitzenqualität. Romantik, nimm Bügeleisen, Vibe. Ja. So sind wir, Kerle. Da ist er ja. Vorsicht. Er darf uns nicht bemerken. Eine Niete. Das hat sie zu mir gesagt. Hat sie das gesagt? Echt? Ich werde dir schon zeigen, was Dank Splicing aus der Niete geworden ist. Ein Riesenpenis? Hast du dir einen Riesenpenis gespliced? Du weißt schon, dass es auf die Technik ankommt, ne? Und nicht auf das, auf die Größe des Plasmids. Was ist denn das für ein Büro? Das steht da Industry und Creativity. Gab's nicht noch einen dritten Teil? Industrie, Kreativität und was noch? Keine Ahnung. Zeig mal alles, was du im Schreibtisch hast. Nichts. Er hat nichts. Aha. Okay. Gut, gut. Plasmide und sowas. Aktenschrank durchsuchen. Ach, den da drüben. Ich habe mich schon gewundert, was ist das denn für ein Aktenschrank? Das ist doch eins von. Das ist doch so eine steinalte Version von einem Whiteboard. Oder ein Flipchart. Wie hat man das genannt? Tafel, hä? Tafel, ja. Rapture. Halt immer wieder wunderschön. Am Volllaufen. Oh, super. Super praktisch. Komm ich von hier? Nee. Oder? Oder doch? Doch, von hier komme ich schon. Ah, okay. Was ist jetzt eigentlich genau unser Ziel? Sind wir immer noch auf der Suche nach der Little Sister, die wir ja quasi im ersten Teil verloren haben? Ist so schickend, dass wir einen kleinen Finger haben. Sucho. Der Name, den ich Atlas nennen sollte. Ich kann dir nicht folgen. Anscheinend hat dieser Suchong das Restaurant Silverfin übernommen. Dort war der Riss, durch den ich zum ersten Mal nach Rapture kam, als ich Comstock suchte. Bevor das hier ein Gefängnis wurde. Aha. Aber du warst 1960 zum ersten Mal in Rapture. Mit Booker. Als du Songbird ertränkt hast. Mehr als ein Jahr in der Zukunft. Ja, das stimmt. Als ich alle Türen sehen konnte, ergab es Sinn. Aber jetzt ist es nur ein Wirrwarr. Elizabeth, du blutest. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Gut, wenn wir Suchong finden wollen, woher weiß er das? Silverfin anfangen. Ich kenne den Weg. Woher, wie beobachtet Booker uns denn, wenn es denn Booker ist? Oh, guck mal, ein Kino. Are you in the know? There has been a lot of idle talk from gadflies and naysayers. Following the nationalization of Fontaine Futuristics. Fontaine! I believe in free men and free markets. But I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. Was? It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. Glaub ich kaum. It was he who coddled the tramps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine. No. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know. Now you know. Ah, so böse war der Fontaine, ja? Hat den Armen geholfen? Das gibt's ja wohl nicht. Wie kommen denn Arme überhaupt nach Rapture? Ich dachte, sowas wäre hier gar nicht erlaubt. Willkommen im Zirkus der Werte. Was wollen wir haben? Sandwich makes me strong. Holen wir uns Sandwich. Eve. Okay. Es gibt Eve, also werden wir uns lustig Plasmide in den Arm schmeißen. Na, da hab ich ja Bock drauf. Longpick. Na, das können wir uns gar nicht leisten. Und Betäubungsbolzen auch nicht. Hey. Geiler Automat. Geiler Automat.
deine kleine Automatenfamilie, ne? Deine Frau ist bestimmt ein Staubsauger und euer Kind ist ein Bügeleisen. Hier war was. Jeder ist flüssig? Okay. Ich merke schon, flüssig, ne? War ein Wortwitz. Rapture, Man of Steel, we work hard, but plays harder. Big Daddy. Das ist geil. Die Hosenträger. Da muss er ganz schön schwere Hosen haben. Oder er hat schwer was in der Hose. Interessant. Geil. Oh. Hier war ich auch. Gleich nach meiner Ankunft. Ich brauchte was zum Anziehen, das ein bisschen besser zu Rapture passte. Sowas vielleicht? Genderbender. Okay. Mit Chris, who sexually knows. Ja, toll. Ja, das Land der Reichen und Freien quasi. Tja, solche Bücher gab's in meinem Turm nicht. Willst du noch welche mit einpacken, wo wir gerade hier sind? Für stille Minuten, während der Ladezeiten zum Beispiel. Nee, dazu ist mein Computer zu gut und die Ladezeiten zu kurz. Ach, und darum ist ja auch so ein sexy Big Daddy. Verstehe schon, alles klar. Filme können wir uns nicht mitnehmen, schade. Hätten mir gerne ein paar Filme mitgenommen. In dem Laden war sie also, yeah, Longpicks, um sich Klamotten zu holen. Ich mag die Werbung. Hui. For an education, alles klar. Ja, ich komme dann in der Nachhilfestunde. Ein Audiolog. Verehrte Dame, ich habe Ihren Brief bezüglich unserer neuen Spannerplasmide erhalten. Spannerplasmide? Pech gehabt. Wir sind hier in Rapture, Miss. Was meine Kunden mit meinem Produkt machen, ist ihre Sache. Wenn ihnen unwohl ist, können sie die Wände ihrer Wohnung ja mit Blei auskleiden. Wenn sie möchten, nenne ich ihnen gerne einen verlässlichen Händler. Genau. Ein Spannerplasmid. Na, das will ich doch haben. Ach ja, wieder das schöne Minigame. Shadaisy. Das ist schön einfach. Ja, dann gib mal her. Lustig. Spanner. Disappear from sight. See through walls. And sneak up on your foes. Okay, so viel zum Thema Ninja. Ach, mach deinen auch noch gleich unsichtbar. Ich sagte Sender Cone, ich wäre. Splicer. Mit diesem Plasmid könnte ich sie durch die Wände hindurch sehen. Oder ja, falls nötig unsichtbar werden und sie überrumpeln. Hey, da bist du ja. Unsere alte Klamotte. Wollen wir uns die überziehen? Geht nicht, hä? Schade. Schick. Hast du deine Kinder mitgebracht? Oder wen oder was bezeichnest du hier als deine Kinder? Okay, damit sehe ich den durch Wände. Falls nötig unsichtbar werden, muss ich da irgendwie gedrückt halten? Nee, ich will jetzt hier nicht noch ein Schloss knacken. Wäre ja voll die Longpick-Verschwendung. Wie viele Pfeile habe ich ein? Mein Sohn hat unterschrieben. Ich habe ihn geknackt. Nein, den Scheck habe ich noch nicht. Aber er hat unterschrieben. Okay. Da steht schon einer. Kinderstar. Ah, gedrückt halten, alles klar. Ich bin ein Star. Punkt aus Ende. La 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 la. La 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 la. Ich muss vielleicht nicht unbedingt schleichen, während ich mich unsichtbar mache. Ah, ich würde die schon gerne aus dem Weg haben. Obwohl, warum? Wozu? Hui! Hoch! Ich hab was gehört. Hast du gar nicht. Was bist du? Kann ich dich mitnehmen? Oh, schön. Schön, wenn man Sachen schon mitnehmen kann, obwohl man das Gewehr dafür noch gar nicht hat. Okay, da hinten läuft die Mutti lang. Ryan the Lion, da waren wir schon. Ich muss checken, ob der Herd aus ist. Alter Schwede. Ihr merkt schon, dass ihr ein bisschen komisch werdet von dem ganzen Scheiß, den ihr euch spritzt. Kann ich die nicht einfach anspringen? Was liegt da was? Ich werde die mir mal schnappen von hinten. Ach shit, die hat mich gesehen! Das scheint sie nur zurückzuwerfen. So kannst du nur dann richtig Schaden anrichten, wenn sie dich nicht sehen. Okay. Komm schon raus. Ich habe
Menge Eis im Feuer. Ich will euch leider nicht umbringen. Tut mir leid, ich habe mir gesagt, ich lasse euch alle am Leben. Dann muss es leider anders gehen. Und ich will auch meinen letzten Betäubungspfeil nicht auf dich verplempern. Ja, sieh mal nach. Sieh mal nach. Nach deinem Herd und so. Mann, was für Klischeefrauen. Besten finde ich ja, wie der Kerl vorhin gesagt hat, ich habe hier ein Bügeleisen geschenkt und sie mag mich immer noch nicht. Okay. Es ist alles in Ordnung. Kommen wir da rein? Ich habe ihn beinahe gesehen. Lalalalalalalala. Ist da jemand? Das ist ja echt praktisch. Huch. Schade, tut mir leid. Also wenn so frontal auf mich zukommt, dann muss ich einfach schießen. Kann ich gar nicht anders. Kann ich den wieder einstecken? Der sah doch noch gut aus. Sehr geil, sehr geil. Und da war auch noch Salz drin, super. Ich meine natürlich Eve. So, dann machen wir dich mal auf. Mal gucken, wo du uns hinführst. Das gefällt mir ja, diese Mechanik. Das ist echt, das ist cool. Dieses Lachen klang nicht sehr aufrichtig. Ich bin gerade in einer Schaffenspause. Ich find's geil, wie die hier... Oh, alle super! Cool. What? Was machen die denn hier? Das sieht aus wie eine Bombe. Kann ich hier irgendwo nach oben? Ich gehe erstmal wieder in die Schatten. Irgendwo so ein R. Er ist nicht Hook. Dick, er hat schwere Knochen. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das Brutalste und aufs Schönste, das der Menschheit je angetan wurde? Weiß nicht, die Teletubbies? Die Sklaverei? Der Holocaust? Ah, jetzt hab ich's, Big Brother! Deutschland sucht den Superstar? Irgend sowas. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Parasit. Eigeninteresse, sagt Ryan, der Löwe. Warum sollte man irgendetwas mit seinem Nachbarn teilen, außer dem Zaun? An dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse. Ob der mich sieht, wenn ich sie hier von hinten knalle? Egal, wer es gerade ist. Weicht dir nicht, Staat. Ah! Shit! Hui! Noch bin ich da, jetzt bin ich weg. Schade. Ist er K.O.? Nö. Das war der letzte Schuss. Ich hab ihm doch voll in den Popsack ge... Was zur Hölle? Wo kommt der Alarm her? Wo kommt der Alarm her? Huch. Ich kann hier leider nirgendwo nach oben. Ich renne hier einfach mal rein. Bling! Wir haben alle Zeit der Welt. Wir müssen nicht panisch auf den Knopf hauen. Früher konnte ich alles sehen. Jeden möglichen Augenblick. Jetzt haben wir gar keine Munition mehr. Shit. Bist du wie alle anderen. Warum? Weil ich hier gestorben bin? Wenn ich wie alle anderen bin, kann ich weder Sally helfen, noch kann ich dahin zurück, wo ich war. Immer so gefragt, Schätzchen. Wieso redest du mit dir selbst? Hätte ich gewusst, dass du nicht ganz dicht bist, hätte ich mir das mit unserer Abmachung nochmal überlegt. Wieso hörst du mit? Ich halte meinen Teil ein. Aber dem Mädchen darf kein Haar gekrümmt werden. Du hast hier keine Forderung zu stellen. Aber ich gebe zu... Ich mag Mädels, die nicht auf den Mund gefallen sind. Funkt nicht einfach dazwischen. Ich hatte gerade ein interessantes Selbstgespräch. Okay, wir haben zwei verschiedene Munitionstypen. Einer löst Alarm aus. Wo hatte ich denn den Alarmfall her? Ich dachte, ich hätte meinen Betäubungsfall wieder aufgehoben. Ist der drin? Ja, der ist drin. Booker, da ist er. Nee, ist das Booker? Der sieht auf jeden Fall noch normal aus. Ich schleiche mich trotzdem mal lieber erstmal an. Cool. Hör ich hier gerade einen Big Daddy? Why can't I have a slice of that pie? Na, weil du die Parasitenratte bist. Deshalb, Parasitenratten dürfen kein Stückchen vom Kuchen abhaben. Das ist er. Der Big Daddy. Der mich umgebracht hat. Der mich getötet hat. Cool. Mit dem kannst du es nicht aufnehmen. Comstock hatte ihn schon am Boden und er stand einfach wieder auf. Ich kann ihm nichts anhaben. Ich könnte ihm aus dem Weg gehen, aber er könnte hilfreich sein. Der Feind meines Feindes. Ich frage mich, was die Alarmbolzen machen. Im Zirkus der Wert. Oh, wir haben schon zwei Longpicks. Nee, dann hole ich mir erstmal keinen.
Ich bin da ein bisschen geizig mit dem Geld, muss ich zugeben. Ich will das nicht so verplempern für Sachen, die ich vielleicht gar nicht brauche. Huch! Ich will ja niemandes Aufmerksamkeit hier erwecken. Warte mal, ich kann euch ja mal... Ach, das klappt nicht, solange ich am Haken hänge. Okay. Was haben wir denn da? ich habe niemanden gesehen. Wo kamen denn die Stimmen her? Ich habe doch gerade mein... Sag mal, ist das da oben unser Leben? Dann sollte ich vielleicht doch nochmal zum Automaten gehen. da ist er. Puh. Dann lass mich doch mal bitte ein bisschen... Ach stimmt, ich habe ja auch noch Erste-Hilfe-Kits. Wie viel bringt denn mir ein Sandwich? Nicht gerade viel. Kane-Umtausch, Kane-Rückausstattung. Ich muss mal kurz auf Tastatur gucken. Wo habe ich denn die Medikits? Wo habe ich sie geparkt? Nice, Bewegung, links, rechts. Was war heilen? War das nicht G? Nee, oder E? Nee. Audio, Waffe, Plasmid, Waffe, Nahkampf, Nachladen, Erste-Hilfe-Kit nutzen. G. Ah, G. Da kommt man auch nicht so schnell mal ran. Sauber. Ah. Oh, das sieht man aber kurz. Wenn er jemand Wohlhabenden so bezeichnet, der entschlossen und kompromisslos ist. Gut, dann passt der Schuh. Ihr habt mich überführt. Also, das ist echt ein geiles Plasmid mit dem... Ich will Ihnen keine Versicherung verkaufen. Bleibt doch... Ach, ihr seid zu zweit. Bleibst du ja noch eine Weile stehen, mein Freund? Shazam! Das ist mein Lieblingszaubertrick. Shazam! Hast du was Leckeres? Ja. Wer redet denn hier? Die sind nicht nur... Was ist das denn? Wohl jemand einen Code entschlüsselt. Wir haben die Bestätigung, dass das Ass im Ärmel fertig ist. Su Chong hat es, wird es aber nicht einfach herausgeben. Alles Weitere, wenn wir mehr wissen. Worum geht es da? Ich habe schon so eine Ahnung, worum es geht, wenn man den ersten und zweiten Teil kennt. Morsecode. Zigaretten verbrauchen doch Eve, ne? Minus Gesundheit plus Eve. Ach, so rum läuft es. Ja, wir können es uns gerade leisten. Und das Eve ist echt nützlich. Wieso? 5 Picks benötigt? Wahnsinn. Also hier sind nicht nur die NPCs sehr gesprächig, sondern auch die Big Daddies, merke ich gerade. Ich mache ihn nicht in Abgang. Oh, was für ein Riese! Ich gehe mal kurz in Lüftungsschacht. Gott, was wackelt die Bude hier, wenn hier der Big Daddy läuft? Sehr interessantes Spielkonzept. Es fühlt sich so überhaupt nicht wie... Okay, ich chill hier erstmal eine Runde in Lüftungsschacht ab. Ja, das ist das Outro, was da klingelt im Hintergrund. Ich mag diese Lutez-Musik. Aha. Es fühlt sich irgendwie gar nicht so richtig wie Bioshock an, wenn ich ehrlich bin. Vorher war Bioshock so dieses ich renn rein und baller wild um mich und schieß Feuerbälle und Blitze. Jetzt ist es sehr viel diskreter. Aber das gefällt mir. Es hat auch irgendwie tatsächlich vom Spielen her einen weiblichen Touch. Nicht nur, weil man einen weiblichen Charakter spielt, sondern weil man wirklich... Elizabeth war ja auch bei Infinite einer meiner Lieblings... einer der, wie ich finde, besten Sidekicks, die man überhaupt in Computerspielen haben kann. Die hat einen immer mit Munition versorgt, immer Eve gefunden, immer Geld, alles, immer, immer, immer. Die war total, die war so super. Ich habe die ehrlich geliebt. Und jetzt, wenn man sie spielt, ist es eigentlich sehr gut, dass auch, selbst wenn man sie selber steuern kann, sie immer noch der Charakter ist, der nicht reinrennt und rumballert, sondern sich versteckt in allen möglichen Ecken, was findet, die Schlösser knackt. Und die nicht nur mit Rechtsklick knackt, sondern halt eben auch ein bisschen vorher drin rumfummelt. Gut, auch wenn das Lockpick-Minigame jetzt nicht so schwierig ist. Aber ich denke mal, der Lockpick wird sich irgendwann noch ein bisschen schneller bewegen. Irgendwann werden da mehr Fallen dazwischen sein. Aber alles in allem... Ja, da haben sie von Irrational Games, die haben immer irgendwo so ihre Hacker-Minispiele drin. Die sind immer anders. Man findet die immer irgendwie komisch.
Aber irgendwie ist es doch auch toll, dass es nicht einfach von alleine aufgeht, das Schloss. Ich finde gut, dass sie da vorher wenigstens ein bisschen drin rumfummelt. Hier hatten wir zwar ein richtiges Minispiel erhofft, am geilsten fand ich ja das mit den Röhren. Aber so geht's auch. Ja. Und ich muss wieder Lockpicks sammeln bis zum Umfallen. 5 Stück für so einen Tresor. Ich frage mich, muss ich dann auch 5-mal den richtigen Stift erwischen? Das würde die Tresore natürlich schon ordentlich schwer machen. Ich hoffe, das lohnt sich, was auch immer da drin ist. Gut, ich werde meine Schiene weiter so fahren. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen mit dem Gegner durch Wände sehen und so, mit dem unsichtbar werden. Mal gucken, was wir mit dem Big Daddy machen können. Vielleicht können wir den irgendwie aufstacheln. Dann bringt er die da alle. Das probiere ich in der nächsten Folge. Ich bin der Baume, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio!